Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Wir hatten im Thema pflanzliche Arzneimittel schon 10 Stück mit drin und es kamen Nachfragen zum Thema Kurkuma. Was halte ich davon? Und was halte ich von goldener Milch? Goldener Milch für alle, das ist eine ayurvedische Medizin angehauchte Kurkuma-Latte. Und die wird unterschiedlich hergestellt. Und in China und in Indien ist das schon sehr, sehr lang verbreitet als Getränk. Das ist ein Heißgetränk. Und von dem, wie das zubereitet wird, ist es auch ganz unterschiedlich. Man nimmt Kurkuma-Pulver und vermischt es mit heißem Wasser zu so einer Paste. Und zusätzlich wird dann heiße Milch genommen. Da kannst du Kuhmilch nehmen oder vegane Milch. Und die wird dann mit der Paste vermengt und versucht zu lösen. Falls das nicht so gut klappt, wird noch ein bisschen Öl hinzugesetzt, weil in einem öligen wird es einfach besser gelöst. Und zusätzlich nimmt man dann meistens noch einen Ingwer, einen Zimt, Muskat oder Pfeffer. Das ist unterschiedlich je nach Geschmacksrichtung, wie du das auch gerne hast. Und dann entsteht die sogenannte goldene Milch oder Kurkuma-Latte. Ich halte das persönlich für ein sehr gesundes Getränk. Ich würde es auf einem Niveau wie grünen Tee sehen und finde das wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut. Allerdings musst du wissen, dass wenn du das so nur mit Kurkuma-Pulver nimmst, der Wirkstoff leider vom Körper nicht so stark aufgenommen werden kann. Die Bioverfügbarkeit im Körper ist so gering, dass eine Wirkung kaum möglich ist. Es ist zwar gesund, aber jetzt nicht so, dass man sagen muss, boah, da kann man wirkliche Effekte richtig sehen. Und deswegen hat man versucht, diese schlechte Bioverfügbarkeit, diese schnelle Eliminierung aus dem Körper zu verbessern. Und da hat man 4 Schritte ist man da gegangen. Man hat erstmal versucht, weil man gemerkt hat, ein Fett, da löst sich besser, so Fettemulsionen zu kreieren. Und diese Fettemulsionen, die haben schon eine vielfach höhere Bioverfügbarkeit hinbekommen. Das langt aber leider lange nicht aus. Und dann hat man die ätherischen Öle der Kurkuma-Pflanze genommen. Das hat dann schon 7-fach eine höhere Bioverfügbarkeit gehabt. Aber den Durchbruch hat man erst mit so einer Kombination aus einer Polysorbat 80 Lösung und einer speziellen Technologie, einer galenischen Technologie, sogenannte Micellenbildung, hat man mit dem Polysorbat 80 geschafft. Und da hat man wirklich den Durchbruch geschafft. 185-fach höhere Bioverfügbarkeit gegenüber der reinen Wirksubstanz. Und deswegen meine Empfehlung, da wirklich auf den Extrakt zu achten. Wichtig, dass man diese micellenartige Polysorbat 80 Mischung hat und die auch wirklich standardisiert sind, dass du immer wieder das gleiche Produkt hast. Und es gibt auch bei verschiedenen Erkrankungen auch sogenannte IV-Formen. Das heißt, die werden intravenös gespritzt. Das ist zum Beispiel schon bei der komplementären Therapie, bei der Krebstherapie, wird das sehr, sehr häufig schon eingesetzt. Zusätzlich zu den normalen Standardprodukten, die bei der Krebstherapie eingesetzt werden, wird eine IV-Kurkuma-Therapie verabreicht. So. Was ist eigentlich in Kurkuma drin? Da drin ist der Hauptinhaltsstoff Kurkumin, das ist ein Polyphenol und das ist aus den sogenannten Cinliberace, aus dem Ingwergewächsen herausgewonnen. Und was macht Kurkumin und warum ist es interessant? Der Wirkstoff Kurkumin ist ein sogenannter Multitarget-Wirkstoff, das heißt, wir haben sehr viele Wirkorte und sehr viele Wirkungen, die der auslösen kann. Und es kommt immer darauf an, wie ist der bioverfügbar, wie ist der metabolisiert, wie ist der pH-Wert im Blut oder das Konzentrationsgefälle. Und deswegen habe ich ein bisschen nachrecherchiert. Es gibt verschiedene Studien, die auch die Frau Professor Nieber aus Leipzig ein bisschen aufgearbeitet hat. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wo Kurkumin eine große Rolle spielen kann. Und die erste Möglichkeit, wo Studien existieren, ist zum Beispiel die Arthrose. Hier wurde gezeigt bei verschiedenen Patienten, dass der Schmerzmittelanteil gesenkt werden kann durch diese Kurkumin-Therapie.
Und das ist ein wichtiger Punkt, das wird auch noch weiter beforscht, also Arthrose, entzündungshemmende Wirkung, alles was mit Entzündung zu tun hat, da kann Kurkumin unterstützen. Der zweite Punkt, und der ist sehr, sehr wichtig, Colitis ulcerosa Patienten haben das sogar in der Leitlinie drin. Das heißt, Ärzte haben eine Leitlinie mit Kurkumin bei der komplementären Therapieform. Das heißt, hier haben wir nochmal eine höhere Form der Studiendichte bei Kurkuminpräparaten. Dann, wie wird es in der ayurvedischen Medizin verwendet für die Verdauung und für Entzündungsprozesse? Da ist es sehr, sehr gut. Und ganz spannend sind neue Studien zur Alzheimer-Demenz, weil Kurkumin auf diese Beta-Amyloid-Plaques einen sehr positiven Einfluss haben, die Alzheimer auslösen können, und bei der Acetylcholinesterase genauso. Die wird dann sozusagen gehemmt und das hat einen richtig guten Benefit für Alzheimer-Patienten. Und der letzte Punkt, den hatte ich schon angesprochen, bei der Krebstherapie, da wird es in der IV-Form relativ häufig angewendet und hat verschiedene Effekte, die jetzt einfach noch ein bisschen erforscht werden müssen. Falls dich das Thema Kurkumin oder goldene Milch interessiert, dann lassen wir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mich würde interessieren, was ihr noch dazu wissen wollt oder noch andere pflanzliche Arzneimittel für euch interessant sind. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wir werden auf jeden Fall noch ein kleines Handout machen, wo verschiedene Dinge drin sind. Also guckt auf jeden Fall drunter. Das tun wir kostenlos euch zur Verfügung stellen. Und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Euer Frank. Macht's gut.